Ladies and Gentlemen, this is Bamble and Gebabble. Er ist einer der prominentesten grünen Oberbürgermeister in Deutschland. Der Oberbürgermeister von Tübingen. Ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Echter Schwabe, was trinkt man bei euch so außer? Bei uns im Remstal, wo ich herkomme, da trinkt man ein Viertele. Aber ein Viertel ist doch Viertel, oder? Ein Viertele ist ein Viertele. Ja, aber das muss ja. Was ist denn in dem Viertel drin? Das weiß jeder. Ich weiß echt nicht. Trollinger. Aha. Es wird bei uns als Wein bezeichnet. Hier, glaube ich, trinkt es keiner. Da bin ich dann auch nicht übersetzt. Ja? Geht das mit dem Schwäbisch? Sie haben gesagt, ich darf Babbeler auch auf Schwäbisch. Ja? Nur wenn ihr das nicht versteht, einmal die Hand heben, ich übersetze dann alles. Ne? Der Papa hatte den Namen Remstal-Rebell. Und ist diese Geschichte wahr, dass der für 250 Bürgermeisterwahlen kandidiert hat? Also mittlerweile muss es wahr sein, weil es gibt eine Dissertation an der Universität Tübingen, an der geschichtswissenschaftlichen Fakultät, die diese Zahl ermittelt hat. Ich hätte sie sonst nur schätzen können. Hat er eigentlich mal gewonnen irgendwo bei den 250 Mal? Leider nein. Okay. Er war manchmal nah dran, bis zu 41%, aber... War auch schon im Leben so oft nah dran. Ja, sehen Sie. Zählt natürlich die Rebellion und so, dieses Sture und so, was man ihnen ja auch... Ist ja so ein bisschen in der Gene scheinbar drin. So allmählich setzen sich dann die väterlichen Gene wieder stärker durch. Wobei ich das weniger auf meine Rebellion zurückführe, sondern auf manchmal in meiner Partei einfach krassierende Ausbrüche von Unvernunft. Und da habe ich so allmählich den Eindruck, das muss gelegentlich mal gekontert werden. Facebooker, absoluter Facebooker. Ich habe mir mal die Seite angeguckt. Posten Sie selbst oder ist das ein Team, was das macht? Na, ich mache alles selber, da hat noch nie einer was anderes geschrieben. Ich finde das albern, ja, wenn man da in Ich-Form postet und dann weiß jeder, das macht der Referent. Also dann kann ich es auch lassen. Irgendwo mal Mohrenköpfe geschrieben, eigentlich als Kritik. Und dann hat Facebook irgendwie den Account geschlossen. Auf Facebook kannst du Adolf Hitler abbilden. Nippel geht nicht, aber Adolf Hitler, Hakenkreuze statt Nippel geht alles. Aber wenn du Mohrenkopf schreibst, Sperrung. Und wie lange hat es gedauert, die Sperrung? 3 Tage oder was? Ja. Also, das ist mein Dienstwagen. Das ist, wenn ich mal ins Wort fand, das ist wirklich so. Ja, der hat sich heute nicht vom Bahnhof im Auto abholen lassen. Der ist mit der U-Bahn hier bis zur Musterschule gefahren und ist hier rübergelaufen. Also das hatte ich noch nie. Ein Gast, der wirklich sich sagt, nee. Ja, also außergewöhnlich. Also die meisten sagen irgendwie, bitte eine Stretch-Limo und am Flughafen abholen. Und was ich wusste, dass es Stretch-Limo gibt. Ja, es war ein Stretch.